Jetzt kommen wir zu unserem Thema. Die Frage, die wir uns stellen, beziehungsweise die Harald Welzer sich stellt und uns, sind Finanzkrise, Klimawandel, Zukunftslosigkeit, schicksalshaft und wir ihnen hilflos und ohnmächtig ausgeliefert, soll heißen, wir machen die Augen zu, solange es irgendwie geht, oder machen wir die Augen auf und entscheiden uns für eine neue Aufklärung, eine andere Politik, eine andere Zivilgesellschaft. Das sagen wir natürlich ja, selbstverständlich. Aber die Frage ist natürlich, wie soll das gehen? Die kulturellen Bindungen, in denen man sich befindet, die auch jenseits von Reflexion stattfinden. Wir haben ja so ein großes Vertrauen im Bereich Klimawandel, Aufklärung darüber oder alle anderen umweltbezogenen Fragestellungen, dass man halt irgendwie aufklären müsse, den Leuten Informationen gebe, dann würden sie da schon dazu kommen, ihr Verhalten zu verändern, was ja 40 Jahre lang nicht gerade sonderlich erfolgreich gewesen ist. Und der Grund ist meines Erachtens nach der, dass wir es viel zu stark ignorieren, dass es die Kultur und die Verinnerlichung von bestimmten Kulturbedingungen sind, die uns in gesellschaftlichen Modellen festhalten, obwohl wir was anderes denken. Nur das Denken realisiert sich nicht in konkreter Praxis, sondern findet dann eben statt, so wie jetzt, eine schöne Denk- und Diskussionsveranstaltung, die aber noch nichts damit zu tun hat, was einzelne Lebenspraxis ist, oder eben als Partygespräch oder bei denjenigen, die professionell mit solchen Themen beschäftigt sind, die dann einen Gebrauchszusammenhang für sowas haben, aber das sind die kleineren Gruppen. Das ist der eine Punkt, ja? Kulturelle Bindung, eingebaut sein in ein kulturelles Modell, was getragen ist natürlich immer noch von solchen Vorstellungen wie die Zukunft besteht vorwiegend darin, dass alles immer mehr, immer weiter, immer komfortabler, immer irgendwas wird. Auf alle Fälle durch Expansion gekennzeichnet. Und der andere Punkt, das ist eigentlich eher der positive, deshalb habe ich dieses kleine Ding auch an den Anfang gestellt, dass mit dieser ungebrochenen Fortschrittsvorstellung, mit der ich aufgewachsen bin, immerhin auch das emanzipative Moment verbunden ist, dass Wirklichkeit nie hermetisch ist, sondern die Wirklichkeit ist im Grunde genommen ein Zustand, den man verändern kann, sowas wie so ein Durchgangsstadium, wo man durchgehen kann. Und dann ist eigentlich die Beobachtung in der gegenwärtigen Situation, dass es ja sowas gibt wie eine extrem starke zentripetale Orientierung auf die Gegenwart, geradezu eine Diktatur der Gegenwart. Alle wesentlichen Entscheidungen und Entscheidungsparameter orientieren sich daran, was gegenwärtige Krise, gegenwärtiges Problem ist, und Zukunftshorizont ist vollkommen verschwunden. Und den Versuch, den ich mit diesem Buch mache, ist ja im Grunde genommen so etwas wie Zukunft wieder einzuführen, als Moment dafür, überhaupt politisch denken zu können. Und dann aber eine Suchbewegung dazu zu machen, was kann denn das Politische eigentlich im 21. Jahrhundert sein? Weil ich mir sicher bin, das kann nicht das sein, was es im 19. und 20. Jahrhundert gewesen ist, sondern da muss viel geleistet werden, um überhaupt eine Repolitisierung wieder hinzukriegen. Das ist mal so kurz der Trailer. Ich finde, was er versucht in diesem Buch, und das sagen einmal, wir brauchen eine Zukunftsvision, bin ich völlig einverstanden. Ja, es geht nicht einfach, dass man nur verzweifelt an der Realität von heute, sondern nur wenn man sich projiziert irgendwo in die Zukunft. Das andere Buch, was ich gerade rausgegeben habe für Europa, ist ja der Versuch, egal ob schlecht oder gut, aber der Versuch im Grunde genommen, die Perspektive Europas so zu bezeichnen als Kompass. Und dann kann man politisch dann entscheiden, wie kommt man ist. Aber man hat Zukunftsvision, ist ja eine Orientierung, da will ich hin. Und das finde ich unheimlich gut. Und er hat für diese Zukunftsvision auch einen Begriff mobilisiert, nämlich der Möglichkeitssinn. Also was ist eigentlich, was ist möglich? Ja? Und nicht einfach, was ist wahrscheinlich? Und das ist, ja, das sprengt im Grunde genommen unsere Gedanken, oder kann unsere Gedanken sprechen. Ja, es stimmt. Nicht, dass die Grünen alles schlimmer machen. Das ist, der lässt sich manchmal, verliert sich in schönen Formulierungen, aber er ist ja auch in seiner wissenschaftlichen Kultur auch eingebettet. Und er hat ein paar sehr schöne Formulierungen im Buch, wo man sich sagt, naja, da sagt's, ja. Aber
deswegen schreibt man ja Bücher, um zu zeigen auch, dass man schöne Formulierungen hat, ja. Das finde ich ja auch völlig legitim, ja. Ich habe da ein paar Zitate, aber das brauchen wir jetzt nicht, ja. Ich finde, die Frage, und es ist ja, du hast angedeutet, ist mein Pamphlet, soll man die politischen Parteien abschaffen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, ist, die politischen Parteien, nicht, dass sie glauben, sie haben eine Vision, sondern die politischen Parteien haben einen Panzer. Und im Grunde genommen, da kommt die Realität und die Zukunft. Wenn sie im Grunde genommen die Grundideologie stört, dann wird sie weggedrückt. Das ist ja die Funktion von Panzern. Ja? In einer Debatte, wo wir vielleicht andere Positionen hätten, habe ich auch entwickelt, in der ganzen pazifistischen Debatte habe ich das Panzerpazifismus. Also wenn die Realität nicht dem entspricht, ja, die Welt ist halt doch anders, als man sie pazifistisch begegnet, dann macht man den Panzer zu und sagt, so soll es nicht sein und ich habe recht. Und in dem Maß machen es die Parteien, die eigentlich im Grunde genommen Zukunft mit entwerfen, gestalten und politisch umsetzen sollen, machen es nicht besser. Das stimmt. Und gleichzeitig ist unser Problem, und es ist ganz interessant, am Ende hast du ja eine ganz spannende Avantgarde-Theorie. Ja, man könnte sagen, du hast Lenin wieder neu reloaded, also nicht wie Tarantino, sondern du hast gesagt, also, pass mal auf, wir nehmen jetzt die kleinen Avantgarden in allen Bereichen, ja, und diese kleinen Avantgarden in allen Bereichen, die müssen sich vernetzen. Also der Energietechniker, der Werbemensch, der da, der da, der da. Und die vernetzen sich, um ein Projekt Zukunft im Grunde genommen weiterzuführen. Und in einem der Avantgarde sagst du, also zum Beispiel gibt es in irgendeiner Stadt, die wollen andere Energie und dann braucht man, und dann benutzt du den Kommunalpolitiker, ich weiß nicht, wie du den nennst, ja, diesen der das umsetzt. Doch, soll ich vorlesen? Also, ich wollte nur sagen, das heißt, an einem bestimmten Punkt stellst du ja die Frage, nachdem du, wie wird im Grunde genommen dann, werden richtige Initiativen von unten, wie werden sie dann im Grunde genommen gesellschaftlich so übertragen, dass sie, ich benutze jetzt einen furchtbaren politischen Begriff, Rahmenbedingungen neu gesetzt werden. Und das geht, das ist mein Problem. Auf alle Fälle, es geht leider nicht ohne politische Parteien, obwohl ich diese politische Partei nicht mehr trage. Aber diese Fragen müssen wir uns stellen, wie sonst, ja, soll das umgesetzt werden. Und deswegen glaube ich, dass man die Grünen kritisieren muss, aber gleichzeitig, wenn es nicht mit den Grünen, mit wem in dieser Gesellschaft, könnte man politische Bedingungen verändern. Oder möglicherweise, das ist ja auch eine Erkenntnis deines Buches, wir müssen aus der Zukunft zurückgucken in die Gegenwart, um Erkenntnisse zu kriegen, wie wir es machen müssen. Das scheint mir überhaupt nicht verbreitet zu sein. Und da habe ich jetzt auch noch nicht so richtig, also da ist die Avantgarde, gibt es 3%, klar, habe ich verstanden. Aber wie man die ganzen Hamsterräder dazu bringt, entweder in Stillstand zu kommen oder eben tatsächlich Leute dazu bringt, anders auf bestimmte Dinge zu gucken, das ist mir schleierhaft. Ja, das ist ja auch schleierhaft. Also das wäre ja auch irgendwie blöde, wenn ich jetzt sagen würde, das macht man erstens, zweitens, drittens. Ist ja gut, da hätten wir einen. Ja, aber das ist für sich genommen ein Problem, wenn man einen hätte. Ja? Also das ist ja das, wie wir jetzt das Gespräch angefangen haben. Ich denke, dass das wirklich zunächst mal ernst zu nehmen ist, dass wir alle in einem Plan A Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell existieren, was unglaublich viele Benefits gebracht hat. Da ist vieles wahnsinnig gut für alle dran. Gleichzeitig hat es bestimmte Mentalitäten geprägt, auch das muss man ernst nehmen, die zum Beispiel eine bestimmte Weise der Problemlösung selbstverständlich heranziehen und auf andere gar nicht kommen. Ja? Also zum Beispiel
eine Kultur des Aufhörens, eine Kultur des Innehaltens, eine Kultur des Pausemachens, eine Kultur des Nichtentscheidens. Sowas haben wir ja alles gar nicht. Ganz im Gegenteil, je krisenhafter die Entwicklungen werden, desto hektischer wird das entscheiden wollen und so weiter. Ja? Das Lösungsfinden wollen, obwohl wahrscheinlich sehr viel dafür spricht, dass man das einfach erstmal, also den Betrieb irgendwie mal stillstellen könnte, den lässt man mal auf einer Baseline weiterlaufen und nimmt sich mal die Zeit zu entscheiden. Mein Lieblingsbeispiel und überhaupt das Tollste, was es in der ganzen Sustainability und sonst was Bewegung in den letzten 20 Jahren gegeben hat, war der isländische Eyjafjallajökull-Vulkan. Ja? Weil der hat ja was ganz Tolles gezeigt mit seiner einen Woche Lahmlegen des Flugverkehrs. Es macht gar nichts, wenn eine Woche der Flugverkehr lahm ist. Ja? Die Hans-Werner Sinns dieser Welt hätten die Apokalypse prophezeit, wenn sowas jemals passieren würde. Und siehe da, es passiert gar nichts. Das heißt, das, was wir für selbstverständlich notwendig halten für den Funktionsmodus unserer Gesellschaft, das ist gar nicht das Notwendige. Notwendig sind möglicherweise andere Dinge. Also insofern würde ich mal sagen, um auf diese Frage zurückzukommen, wir wissen es nicht, aber wir haben viel zu großes Vertrauen in Strategien, die wir kennen. Das machen Menschen aber immer, ja, weil es natürlich extrem verunsichernd ist, in einen offenen Raum hineinzuhandeln, in einen offenen Raum auch nur zu denken. Das erlebe ich ja bei Vorträgen auch immer. Da kommt ja immer dieses Aber. Ja, das ist schön und gut, aber. Ja, und dann je nachdem, wer die Frager sind, gibt es dann ein anderes begründetes Aber. Aber sich mal einzulassen darauf, etwas out of the box zu denken. Zu denken, wie wäre es denn, wenn dieser Vulkan ein Jahr zugange ist? Ja? Was heißt denn das für Mobilitätsverhalten? Was heißt das für Fernbeziehungen? Sowas. Ja? Was bedeutet das, wenn man nicht mehr fliegen kann? Es gab aber vor kurzem eine Welt, die liegt noch nicht lange zurück, wo auch niemand geflogen ist. Und die hat auch ziemlich gut funktioniert. Das meine ich damit, dass man Räume öffnen muss und dann durch Gegenkonzepte, durch Anhalten, durch Moratorien, durch Innehalten und sich nicht immer zu, sozusagen der Verlockung zu unterwerfen und auch auf Nachfrage hin zu liefern, da muss jetzt sofort ein fertiges Ding vorliegen. Ja, was denn dann? Ja, was denn dann? Und entschuldige noch, das bitte, weil das auch gerade in den politischen Diskussionen immer so interessant ist im Augenblick, höre ich, ich bin ja in letzter Zeit häufiger am Diskutieren mit Vertretern von irgendwelchen Parteien, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ja, aber hören Sie mal, das ist doch ein Experiment mit offenem Ausgang, was Sie da vorschlagen. Und dann sage ich, aber bei Ihnen ist der Ausgang sicher und das ist das Problem. Es gibt eine französische Philosophin, Simone Weil. Sie war Philosophin, sie war Jüdin, dann im Widerstand und sie hat, eigentlich von ihr habe ich das abgeschrieben, mit den Parteien abschaffen, 43 gesagt. Man muss, mit den Parteien kann es nicht so gehen. Und die gibt ein Beispiel und die sagt, Parteien ist wie mit der Kirche. Man geht da rein und dann muss man anscheinend alles mitgehen. Ich will in eine Partei antreten, weil ich finde, in einem Moment macht sie und denkt sie was Richtiges. Und in dem Moment, wo ich drin bin, muss ich kaufen, das alles, was noch kauft oder was noch kommt an Entwicklung. Und vielleicht bin ich nicht einverstanden. Und dann habe ich keinen Raum mehr zu sagen, ey, ich komme da nicht mehr mit. Ja, man ist da eingebunden. So, das kann man über Parteien sagen. Ich habe Erfahrung, das macht mich im Moment, oder ich spiele heute da und bin auch zum Teil pessimistisch, obwohl ich ein grundoptimistischer Mensch. Ich kenne so viele gesellschaftliche Gruppen, die nicht in Parteien sind, die auch so funktionieren. Die Angst, man könnte in einem bestimmten Zusammenhang doch ein bisschen anders denken, ja, wird sofort, dann wird man raus. Und wenn man sieht, die Bewegung, also Empire von Toni Negri, was alles, da sind nicht, also es sind richtige Sachen und auch falsche Sachen. Es war immer so bei Toni Negri, wie bei allen Leuten, ja. Der hat immer, aber diese Suche am Ende nach einem revolutionären Subjekt. Also wer ist das Subjekt? Wo sind die Subjekte, die die Revolution machen werden? Also es war die Arbeiterklasse, war sie nicht. Okay, dann waren es die Marginalisierten, nee, nicht. Jetzt ist es eine Sammlung von allen diesen Bewegungen, das ist das neue revolutionäre Subjekt. Und das Problem ist, dass in dem Moment, wo deine, unsere
Erfahrung, unsere Initiativen anfangen, politisch zu denken, werden sie in ihrem Denken zu kleinen Parteien.